So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke. Eine neue Folge Unboxing Adi und der Adventskalender. Wir sind gerade von Meiningen wieder hergekommen. Der Adi ist total hungrig. Guckt euch das an, wie hungrig der ist. Deswegen wollen wir gleich direkt mal sein Kalendertürchen aufmachen. Vom Zoo Royal Adventskalender. Ist der nicht episch? Was braucht man denn? 1, 2, 3, 4, 5. Hier unten links. Dicke Strümpf, guck dir das an, Adi. Wir reißen das Türchen ab. Wir haben hier einen Beutel. Der ist diesmal aber ein bisschen dunkler als das, was ich sonst so kenne. Das drückt mal wieder rein. Nicht, dass das Essen verloren geht. So, ja, Moment. Einmal für dich. Einmal muss es vorbei sein. So, bitteschön, probier mal. Scheint zu munden, aber Zoo Royal ist immer sehr gute Marke, muss ich schon sagen. Ich glaube, Zoo Royal ist eigentlich eine Billigmarke aus dem Rewe, aber weiß ich nicht, ist günstig. Davon nehme ich auch immer das Katzenstreu und er frisst es. In diesem Edelkalender, wie gesagt, waren da mal die Fische drin, war auch Trockenfutter. Da hat er sich geekelt, die hat er liegen lassen und ist weg, da hat er geguckt wie ein Arsch und das war's dann. Jetzt der zweite, auch für den Adi, hier dieser gesponserte von euch aus der Community. Nummer 5 ist hier. Nachdem wir letztens ein Spielzeug hatten, in der 4, denke ich mal, ist jetzt auch wieder was zu essen drin. Und es ist ein Huhn und Kartoffel, getreidefrei. Wieder extra ein kleiner Bag. Mit Huhn- und Kartoffelgeschmack wohl. Machen wir auf, lassen dich natürlich auch jetzt hier snacken. Adi Schatz, Huhn und Kartoffel. Ist kein Wunder, dass du dann immer brichst nach der Folge, weil dir immer alles durcheinander ist. Huhn und Kartoffel wird gegessen. Das andere wurde gegessen von Zoo Royal. Dann kriegt er ja ein richtiges Tütchen so zum Essen, dann Nassfutter. Das ist dann zu viel. Alles mit einmal im Magen. Aber so ist er halt, ne? Ich hab's in der Hand, aber ich mach's immer falsch. Anders geht's aber nicht. Außer, ihr dürft ihm keine Kalender mehr schicken. Jetzt haben wir noch unseren Bad Santa via Adventskalender. Das ist auf jeden Fall ein richtig genialer Name. Denn wir haben heute 22 Sündenbock. Guck mal, wie das aussieht. Das passt doch perfekt zu dem Pullover, oder? Das hat irgendwie so ein richtiges Retro-Design. Ihr seht hier lauter Städte bei Nacht in einem Lila angehaucht. Hier steht 22, Sündenbock, so eine Neonfarbe ein bisschen, so richtig spacey. Das Ganze ist ein, steht's? Sündenbock, heute hier, morgen dort. Der Sündenbock zieht von Ort zu Ort. Seine Spezialität sind Bockbiere, die eine Sünde wert sind. Dieses Jahr hat er die Henningsdorfer Brauerei besucht. Stark Bier mit 7,3%. Was ihr nicht wisst, wir müssen gleich den Raid-Tag bestreiten, weil ich nehme das hier am Samstag auf. Das ist das Etikett vom Sündenbock. Guckt euch das mal an. Da ist ein Geistbock drauf. Der hat hier eine Flasche in der Hand. Der hat hier einen Rocker-Armband. Der sieht richtig Heavy Metal aus. Der hat ein Piercing hier oben drin. Hier auch nochmal die Schrift Sündenbock. Das vereint so vieles Kreatives, Witziges, Ansehnliches. Das gefällt mir eigentlich richtig gut. Ich würde dem Etikett 5 Punkte geben. 5 Punkte für den Sündenbock. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Wenn ich das im Regal sehe, würde mich das auf jeden Fall ansprechen. Ich würde das auf jeden Fall mitnehmen und mal probieren. Und das ist bestimmt auch was für einen Hannes. Hier dieser Blitz, diese Weste, dieser Totenkopf da drauf. Sündenbock. Richtig genial. Wir machen es mal auf. 5 von 5 für Etikett. Da kommt der Sündenbock gleich rausgeschossen. Das sollte nicht so sein. Der Geschmack ist erst später dran. Wir füllen es mal ein. Gucken dann mal, wie es aussieht von der Farbe her. Oh mein Gott. Wie brachial dunkel ist das denn? Das ist hier richtig heavy. Das sieht aus wie Cola. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist das eher trüb? Ist das eher zum Durchschauen? Das könnte jetzt alles sein. Es ist... Boah. Das sieht kein
bisschen trüb aus. Das ist wirklich glasklar zum Durchgucken, aber es ist verdammt dunkel, so extrem dunkel. Wenn ihr das gegens Licht haltet, habt ihr eine... Das sieht man halt so nicht so gut. Also ich sage mal, wenn es ein bisschen trüb ist, Punkt Abzug. Wenn es viel zu hell ist, Punkt Abzug. Das hat so eine kräftige, heftige, schon rubinrote Farbe. Wenn man wirklich durchs Licht guckt, sieht man das, wenn ich so halt. Hier, guckt euch das mal an. Das ist nicht trüb, das ist wirklich glasklar, aber halt mega dunkel. Richtig starke Farbe. Ich würde auch hier für die Farbe 5 Punkte geben. Das ist richtig stark. Das ist richtig stark. Und wir können noch mal sagen, dass es richtig stark ist. Kommen wir mal zum Geruch. Riecht eigentlich nach nix. Also wenn man sich ganz stark drauf konzentriert, hat man ein bisschen Biergeruch. Wenn ich nix rieche, dann ist es ja weder positiv noch negativ. Dann wären es vielleicht 3 von 5. Wenn ich mich ganz doll anstrenge und den Schaum noch an die Nase nehme, machen wir mal eine 4 von 5 draus, weil ich habe ein bisschen Biergeruch jetzt wahrgenommen. Am liebsten hätte ich 5 gegeben. Ja, 4 von 5 also für den Schaum. Jetzt noch der Geschmack. Ein ganz kleines bisschen säuerlich auf der Zunge, aber nicht herb, nicht bitter. Das kannst du einfach so trinken, wie es ist. Mich erinnert der Geschmack ein bisschen an Guinness. Wie eine Art Guinness. Und Guinness ist ja ein sehr edles, besonderes Bier. Also ist Guinness nicht außerdem auch irgendwie so trüb? Gefällt mir auch ganz gut. Dieses bisschen Säuerliche stört auch nicht wirklich. Ich würde trotzdem aber nicht zur 5 greifen. Ich würde hier auch bei 4 von 5 Punkten verbleiben. Das heißt, er hat insgesamt nur 2 Punkte weniger, als man maximal erreichen kann und ist damit bis jetzt das beste Bier mit der besten Farbe, dem besten Geschmack, dem besten Etikett. Unser 22 Sündenbock. Bin ich mal gespannt, ob ihr das kennt, schon mal gesehen habt. Dürfte eigentlich nicht sein, außer ihr habt auch den Kalender, außer ihr sagt jetzt, doch, das gibt's bei uns im Kaufland schon seit 10 Jahren, dann fühle ich mich verarscht. 22 neue Sorten, 24. Wir trinken jetzt das noch aus, würde ich sagen, das war's von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Naja, das ist nix. Aber es hat nicht so geschäumt im Rachen wie sonst immer. Ciao.